Servus zum neuen Video. Ich bin gerade im Urlaub. Und was war ein Urlaub ohne Autos? Ein schlechter Urlaub, glaube ich. Genau aus dem Grund bin ich jetzt in Budapest. Und zwar ist da heute übers Wochenende eine große Oldtimer-Show. Und ob das was taugt und wie das so ist, das werde ich mir jetzt anschauen. Haben wir da gleich was Interessantes, ein paar E30. Dann hier ein paar Alphas. Recht interessant, wahrscheinlich haben wir die Airride, schätze ich mal. Ziemlich cooles Modell, aber man sieht einfach, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video sieht, ich glaube, man kann es ein bisschen erkennen, der ist ganz schön spachtelt, würde ich mal so sagen. E30 M3 ist kein originaler M3, ist nur umgebaut, E30 Pickup. Toyota MR2, W2, ein bisschen verbreitert. Ob das jetzt schön ist oder nicht, da kann man drüber streiten. Das ist auf jeden Fall ein Rechtslenker, also gehe ich stark davon aus, dass das ein Turbo ist. Schaut eigentlich ganz cool aus. Aber also auf den ersten Blick schaut es ganz cool aus, aber auf dem zweiten sieht man halt einfach, dass das alles nur ein bisschen lieblos zusammengeschustert ist. Genau. Und für was man in Deutschland gelüncht werden würde, ist zum Beispiel dieses da. Du darfst wahrscheinlich sogar, wenn du in der Einfahrt stehst, einen Strafzettel kriegen. Und, was ich so auch noch nie gesehen habe, ist ein Prius in der Form. Hat irgendwie, also das Auto im Gesamten, finde ich, hat irgendwie was. Das ist schon geil. Das ist echt der Wahnsinn, wenn man das mal so sieht, was da so auf der Straße rumfährt, weil der hat ja reguläre Zulassung. Und soweit ich weiß, gibt es ja in Ungarn auch sowas wie einen TÜV. Falls nicht, bitte korrigieren. Ich glaube schon, dass es da einen TÜV gibt. Aber anscheinend ist das da alles gar kein Problem. Der hat einfach mal ein Holzbrettel draufgeschnalzt aus Dachspoiler. Der hat auch so, also der hat Beschleunigungslöcher drin, sehe ich gerade. Hat wahrscheinlich dann halt gleich mal doppelt so viel Leistung. 280 GS-Klasse. Der schaut sehr gut aus. Ist aber da auch, sieht man, beilackiert worden. Aber macht einen guten Eindruck auf den ersten. Irgendwie haben sie ja was, gell, die alten Lader. Wenn die ein bisschen tiefer gelegt sind und ein bisschen coole Fänge und so drauf haben,
irgendwie hat es ja was. Also ich bin da eigentlich immer überrascht, wenn man aus so einem biederen Auto eigentlich doch eigentlich was Schicks machen kann. Haben wir da mal ein paar Kirillex, auch sehr schön. Sehr schick. Und ich schaue jetzt mal in den Innenbereich. Da gibt es einen großen Innenbereich auch noch. Bin ich mal gespannt. Genau. Und jetzt schaue ich einfach mal rein. Komplett original jetzt da herin und wirklich sehr schön. Renault 15 TL. Das ist ja Wahnsinn. Ich kann mich daran erinnern, als Kind haben wir so einmal als Gebrauchten in der Werkstatt gehabt. Und seitdem habe ich nie wieder einen gesehen. Der war damals rot. Und wenn man so eine alten Autos sieht, da fallen einem auf einmal wieder Sachen ein, die man schon ganz vergessen hat. Das ist echt der Wahnsinn. Da haben wir ein paar Engländer. Zwischen drin wieder ein schöner Impala. Also die da herin, die Autos sind wirklich in einem perfekten Zustand. Ganz im Gegensatz zu denen, die draußen stehen. Da wo man denen schon aussieht, dass die gespachtelt sind. Aber also hier irgendwie den Eindruck, wie wenn die gerade im Wand gelaufen waren. Wahnsinn. Ja, der schöne Patina, wo man dann sieht, auf der Motorhaube, der ist sehr gut beieinander. Und hinten war eine Holzkiste drin, die ist sehr gut verzurrt. Ich schätze mal, da sitzt die Schwiegermutter immer noch drin. Und wahrscheinlich ist da am besten aufgehoben. Porsche 912, schönes Auto, vor allem eine geile Fahrt, das Blau, ziemlich geil. Hier, der Ferrari von Magnum, 308 PS, wunderschöner Zustand. Das Gegenüber steht ein Datsun, was man auch fast gar nicht mehr sieht. 280Z, glaube ich, ist das. Wie richtig 280Z. Sehr schön, wirklich schön. Nach oben haben wir noch ein Porsche. Die Musik im Hintergrund, oder? Ich flippe aus. Wo die Sportwagen von Porsche sind, der soll der Traktor nicht weit sein. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Das ist wie wenn die jetzt gerade erst vom Band gelaufen wäre. Wahnsinn. Ein paar Volvos. Auch sehr schick. Vorne und hinten.
in der S-Klasse, W116 und hier im W108 mit gelbe Scheinwerfer. Ich finde der gelbe Scheinwerfer richtig geil, aber der Sheriff findet das nicht so geil und kackt bei der Verkehrskontrolle dann rum. Aber der ist auch in einem super geilen Zustand. Ich finde den total geil mit dem BBS-Frame. Der schaut einmal richtig cool aus. Ist ein bisschen durchverkleckter, die Sache. Ein richtig geiles Auto. Ja, Wahnsinn. Da die so nehmen, wie er steht, sofort. Ohne zu fragen. Mein Dodge Charger von 1969. Ich habe erst gemeint, der ist schwarz, aber im Licht sieht man, dass der ganz ein dunkles Rot hat. Der Weinrot, ganz dunkel. Wir haben hier einen Chevy Pickup. Klassisch in grün. Mustang, der darf natürlich auch nicht fehlen. Ist ja klar. Und was ganz selten sind, die Soto. Die Soto, für den, der es nicht kennt, ist eigentlich auch aus dem Mopar-Regal. Das heißt Chrysler Dodge Plymouth. Genau, da gehört die Soto auch dazu. Oder hat man dazu gehört, gibt es schon lange nicht mehr. Und neben da ein VW Iltis. Und was ja mittlerweile auch schon ein Klassiker ist, Honda NSX. Sieht man sehr selten. Das ist ein schönes Auto. Baujahr 91, ist 30 Jahre alt. Und hat aber ein Design, das absolut zeitlos ist. Wahnsinn. Das ist der MK1. Ein Fiat. 02er BMW und ein E21. Auch schön. Und diesen Kotzgelb. Nicht unbedingt der Favorit, aber man kann so schauen. Bei der 6er BMW, auch US-Modelle, kennen wir an die Big Bumper. Ich finde ja die Big Bumper hässlich wie die Nacht, aber naja, bei den Amerikanern war das damals so, ich glaube sogar Vorschrift. Nicht viel, aber das will man machen. Gehört halt auch dazu, ne? Das ist auch die Lok. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja brutal. Sowas habe ich vorher noch nie live gesehen, beziehungsweise noch nie aus nächster Nähe. Für die, die es interessiert. Das ist schon echt geil. Wahnsinn. Brutal. Du, wie fühlst du dich ja komisch, wenn man da auf die Bahngleise steht? Und die ganzen Loks schauen in deine Richtung. Also das ist echt geil. Das hat richtig Atmosphäre und am ganzen Platz, egal wo du hingehst, du hörst die ganze Zeit so Musik aus den 30er, 40er, würde ich jetzt mal sagen. Brutal. Ist echt gut aufgezogen. Also was da alles rumsteht, Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und du kannst da überall reingehen, wenn es da irgendwo eine Leiter ist oder was. Also bei den meisten kann man reingehen. Dann kann man sich das von innen anschauen. Total geil. Also ich muss sagen, hat sich wirklich rentiert, dass ich da reingegangen bin. Schöne Sachen, interessante Sachen und Sachen, die man sonst eigentlich fast gar nicht sieht. Ich werde auch schauen, dass ich jetzt die Tage noch, wenn ich wo in Ungarn bin, noch auf einen Schrottplatz komme. Und da gibt es dann bestimmt noch ein separates Video. Also, gespannt sein. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich werde jetzt mal weiter marschieren.